Ja, hallo liebe Freunde bei einer neuen Folge von Transportfieber. Hier haben wir auch gespielt. Ja, ich habe unterdessen mal die Zuglinie noch bei Amsterdam fertig gebaut. Wir fahren jetzt in dieser Folge mit. Danach hoffe ich, wir können noch weiter bauen. Ich habe jetzt euch eigentlich das Bauen noch bei Amsterdam noch erspart, da ich unbedingt mitfahren wollte hier. Ja, die 600 km/h werden wir hier ganz bestimmt noch nicht erreichen, da diese Strecke einfach viel zu kurvig gebaut ist. Ja, jetzt haben wir hier auch wieder mal etwas Hypermodernes auf der Strecke. Aber was mir allgemein einfach nicht gefällt, ist bei diesen Gleisen, dass da auch keine Oberleitungsmasten vorhanden sind. Das ist das, was mich am meisten eigentlich stört. Aber ansonsten sieht es eigentlich noch cool aus. Von diese Brücken, die sind hypermodern hier mit dem Glasabschluss auf der Seite. Nein, und eine wahnsinnige Beschleunigung haben diese Züge auch. Da habe ich noch, da müssen wir noch rasch die Bahnübergänge anschauen, in diesen Gittern. Ja, das wäre die Fahrt eigentlich schon gewesen. Die hat jetzt knapp 3 Minuten gedauert. Gut. Ich würde sagen, wir bauen die Strecke mal weiter. Jetzt ist die Frage, was wir hier machen. Ich würde hier nämlich mal auf der Seite gleich wieder rausgehen. Wisst ihr was? Ich baue das hier trotzdem um. Das gefällt mir hier nämlich nicht so besonders. Ja, dann müsste ich bis weiter hier oben hin das Gleis bauen. Ich breche hier nochmal rasch das Gleis weg. Aufzubrechen hier. Hier nämlich das Gleis wieder hinbasteln. So. Dann haben wir nämlich da wieder die Oberleitungsmasten. Das gefällt mir jetzt nicht so wirklich. So. Gut, dann dürfen die wieder weiter düsen. Ja, und jetzt gibt es hier natürlich, das Signal steht dann natürlich auch noch falsch. Hier geht es natürlich irgendwie raus. Weil wir da noch irgendwie unten durch müssen.
Okay, was hast du? Ja, dieses Teil nehme ich nochmal weg. Hier nehme ich das Loch weg. So, gut. Jetzt würde ich sagen, wir gehen mit denen irgendwie parallel hier drüben lang. Dazu gehe ich hier jetzt mal etwas so rüber, dann hier unten durch. Dann hier vorne müssen wir dann auch langsam auf eine Brücke gehen. Ich würde hier bevorzugsweise. Ja, nee, da müssen wir die andere Brücke machen wieder. Wenn das überhaupt geht. Das geht sogar. Okay. Die lässt aber auch nur 636 km/h zu. Was nicht gerade viel ist. Das heißt, wir gehen hier drüben dann gleich. Ja. Irgendwie auf den Boden zurück. Weil ich da bis hier hingehe. Wir können ja eigentlich bis über die Straße. Die Brücke lässt 600 km/h zu. Moment. Wieso haben wir denn hier nur. Das, weil wir hier nach oben gehen. Dass wir hier nur. Ah, das ist wegen der Kurve, okay. Dass wir hier. Ja. Dann haben wir hier wenigstens 320. Ist auch gebockt. Hier muss ich jetzt schauen, wie ich am besten da durchkomme. Am besten, am schönsten wäre es eigentlich hier dazwischen hinzugehen. Ja, ich komme hier glaube ich nicht wirklich dran vorbei. Doch. Das würde sogar funktionieren. Sogar mit den 600 km/h. Die Frage ist, kriege ich hier noch ein zweites Gleis lang? Nee. Tu mir jetzt das bitte nicht an, liebes Spiel. Okay, auf der Seite würde es mal gehen. Okay. Wir müssen es auch hier vorne also nochmals kurz kappen. Nehmen. Dann gehst du halt hier hin. Dann haben wir hier noch einen Damm. Okay, kann man machen. Und jetzt müssen wir da runter. Dann würde ich gerne hier irgendwie so runterkommen. So, dass wir gut hier vorbeikommen. Etwa so. Das ist fast ein bisschen zu ein Geschlängle hier. Das können wir sicher auch noch besser hinkriegen. Genau. Das ist etwas schöner. Gut.
Gut, dann gehen wir hier, ja, jetzt, sondern in die Richtung. Über die Stadt kommen wahrscheinlich nicht sehr gut. Ich versuche jetzt hier mal was. Dass wir hier vielleicht so rüberkommen. Ja, es wäre eigentlich schon cool, aber ja. Die Frage ist einfach, komme ich hier irgendwie von hier? Da würden wir durchkommen. Mit dem Teil eben wieder nicht. Die andere Frage ist halt, sollen wir hier einfach durch die Stadt durchdüsen? Hier einfach da durchdüsen? Einfach so gerade durch. Bam. Ja, gebrunkt. Wir machen das. Können sie dann immer noch wieder hinbauen. Aber ich denke, dann haben wir hier mal eine Richtung. Wie wir das hinkriegen könnten. Jetzt müssen wir hier nur noch da lang kommen. Oh, jetzt ist hier das Portal im Weg. Okay. Kurz weg. Mal hier reingehen mit dem Portal. So, jetzt nehmen wir das Gleis hier. Schrauben das mal hier unten ran. Ja, jetzt gehen wir hier wieder über die Straße rüber. Hier sogar. Ja, so kommen wir wenigstens unter der Erde durch. Wenn ich das hier nochmal groß was abreißt, weniger abreißen müssen. Da kann er hier mal voll Stoff geben. Hier hinten so weiter. Hier gerne wieder dieses Teil. Da können wir eigentlich ganz an. Ja, gehen wir mal parallel zu den Gleisen. Sagen. Da können wir wieder relativ gerade bis nach da hinten. Wenn wir eventuell sogar an der Straße hier vorbeikommen. Ja. Sehr gesunde Karma. Ja, das kaufen wir doch. Das machen wir gar nicht lange.
sind wir nämlich hier. Ja, und jetzt könnten wir hier natürlich quer durch den Berg durch. Wir könnten hier noch einen Bogen machen oder wir düsen einfach da hinten runter in Richtung Wien. Dann irgendwie hier unter Wien hier durch. Gut, hier müssen wir sowieso unten durch. Das könnte man eigentlich machen, warum nicht? So, hier einfach geradeaus düsen. Am Rande der Map. Das sollte jetzt ja eigentlich Ups. Ja, das sind die Gleise wieder nicht aneinander, Mike. Cool, toll gemacht. Bitte konzentriere dich ein bisschen beim Bauen. So. Gut. Dann Gleis mitnehmen. Gehen wir hier gleich einmal unten durch. Jetzt haben wir hier einen riesen Tunnel. Kommt denn das raus? Oh, jetzt hier vorne. Dann müsstest du aber hier lang. Fast zu lang das Tunnel. Wenn ich da raufgehe, dann komme ich eigentlich da mit dem wieder ins Gehege. Bauen das Teil mal bis hier hin. Was wir da machen, mal schauen. Oh, jetzt sind wir hier wirklich fast an der Map, am Rande der Map draußen. Okay, wir haben das zweite Gleis hier. Bitte mitkommen. Unauffällig folgen. Ja, das ist jetzt halt alles unter der Erde, was eigentlich schade ist, was. Aber ist nicht anders zu bewerkstelligen, da wir hier eigentlich voll durch durchdüsen. Jetzt müssen wir hier halt wieder runter, dann bremsen wir halt hier ein bisschen. Autobahn ran. Jetzt muss ich natürlich hier irgendwie vorbei. Jetzt gut genug unter der Erde eigentlich. Kommen wir hier irgendwie da rauf? Ne, Stein zu hoch. He?
die würden noch rauskommen. Das wäre eigentlich schon mal perfekt. Und der Autobahn kaufen noch. Das Gleis noch bis hier vorne mitnehmen. Ja, ich würde sagen, wir schauen in der nächsten Folge, wo wir hier noch einen, da unten hätten wir noch einen Bahnhof. Es wäre doch ideal eigentlich für den hier anzuschließen. Hätte ich gesagt. So, den hier rausnehmen. Hoch. So, was wir mit den beiden, oh nee, jetzt haben wir hier, das Portal gefällt mir natürlich nicht. Ja, dass wir dann hier irgendwie hier rauskommen und da vorne in das Gleis reingehen. Kriege ich jetzt hier nicht mein anderes Portal? Hallo? Muss ich da jetzt noch mehr kommen? Diese Röhre. So. Ja, da düsen wir dann rein mit unserem Zug. Den Gleisen, die wir hier vorne haben. Ja, das wird noch zweimal die Röhre geben. Wahrscheinlich. Ja, das ist jetzt ziemlich am Rand der Mapping gepflanzt, aber ja. So ist es halt. Dann haben wir hier wenigstens mal eine Schnellzugstrecke. Die ist ja noch nicht fertig im Prinzip. Denn hier unten braucht es noch eine Weiche, die wir noch installieren. Kreuzweihungsweiche, die geht hier wahrscheinlich weniger. Nö, die geht hier nicht. Wisst ihr was? Ich mach die nochmal weg. Hallo. Die entsprechend so in Pflanzen. Gut. Ja, liebe Freunde, dann würde ich mal sagen, wir setzen in der nächsten Folge hier noch unsere Signale für die Linie. Ja, und dann werden wir dieses Stück der Strecke auch befahren. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und bis denn. Tschüss.